Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem SAK-TV-Markt. Die schrecklichen Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg haben den Weg der Energiewende noch einmal beschleunigt. Das bringt für das SAK-Handwerk und auch für die Endkunden einige Herausforderungen mit sich. Welche Chancen dabei im Contracting sowohl für den Endkunden als auch für das SAK-Handwerk liegen, darüber haben wir mit Roland Gilges gesprochen, dem Geschäftsführer von German Contract. Wir sind seit 20 Jahren in der Branche tätig und arbeiten sehr intensiv mit Fachhandwerkspartnern gemeinsam zusammen. Die Energiewende als solches ist ja schon eine große Herausforderung, aber jetzt gerade, wo die Energiepreise auch noch explodieren, werden die Anfragen natürlich immer höher. Und worauf wir achten müssen, ist ja tatsächlich, dass die Investitionen, die wir vorher getätigt haben, auch im Contracting, neue Heizungsanlage bauen, ich spreche jetzt einfach mal vom Endkunden, wo wir 10.000 Euro vielleicht investiert haben, da muss der Kunde, der Endkunde heute 15, 20 bis 30.000 Euro mindestens investieren, um eben die neuen Technologien auch installieren zu können, die heute eben gefordert sind und die auch entsprechend nachgefragt werden. Die Preise im Energiesegment schießen in die Höhe, aber auch die Preise, was die Hardware, sprich die Heizungsanlagen betrifft, schießen in die Höhe. Und insofern glaube ich, dass wir, und das stellen wir tagtäglich fest anhand der Anfragen, die reinkommen, dass das Contracting als solches, also dieses Full Service, ohne dass der Kunde eine Investition tätigen muss und 15 Jahre Garantie bekommt, immer attraktiver wird. Einmal aus dem Gesichtspunkt heraus, dass die komplexe Technologie vom Kunden alleine gar nicht mehr so beherrscht wird. Und zum anderen eben, dass die Investitionen extrem steigen und der Kunde lieber eine monatliche Rate zahlt, in der dann alle Wartung, Instandhaltung und letztendlich auch Vollgarantie komplett enthalten sind. Also der Trend geht ganz klar in die Richtung. Hybridlösungen oder Wärmepumpen stehen im Fokus. Inwieweit gibt es auf diesem Weg Unterstützung für das Fachhandwerk? Ich glaube, das Ganze beginnt tatsächlich schon bei der Beratung der Kunden. Ob es jetzt der Endkunde ist, der Gewerbekunde oder eben auch der Bauträger, der hier Beratung findet, ist es sicherlich sinnvoll, gemeinsam mit dem Contractor dort auch in die Beratung einzusteigen. Oder dass der Fachhandwerker sich einfach Rat holt beim Contractor. Denn hier sprechen wir ja tatsächlich, wie ich eben sagte, nicht mehr nur von einer einfachen Gasheizung oder Ölheizung oder dergleichen, sondern von komplexen Hybridtechnologien, kombiniert mit Photovoltaik, Pelletanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und dergleichen. Und da ist der Contractor natürlich als solches, insbesondere wir, mit einem eigenen Planungsbüro gut aufgestellt, um mit dem Fachhandwerker gemeinsam die Beratung durchzuführen oder dem Fachhandwerker Unterstützung zu bieten im Backoffice, damit er die richtigen Konzepte erstellt mit uns gemeinsam für seine Kunden, um eben nachhaltig das richtige Produkt einzubauen, womit der Kunde auch zufrieden ist. Und wir dann langfristig die gesamte Betreuung mit dem Fachhandwerkspartner selbstverständlich übernehmen können, um Wartung, Instandhaltung, Servisierung oder Nachjustierungen entsprechend vornehmen zu können, um die geforderte Energie, die wir ja einsparen wollen, auch tatsächlich einzusparen. Wie sieht denn solch eine Zusammenarbeit Fachhandwerk und German Contract aus? Bleibt der Handwerker vollkommen selbstständig in seinem Handeln? Also bei uns herrscht immer die Devise vor, der Fachhandwerker hat sich mal selbstständig gemacht, weil er selbstständig handeln möchte. Er ist selbst Unternehmer und von daher entscheidet der Fachhandwerker, welche Produkte er zu welchem Preis anbietet und welche Kombinationen für ihn wichtig sind. Also insofern richten wir uns nach dem Fachhandwerker, um mit ihm gemeinsam die Produkte einzubauen, die er auch letztendlich befürwortet, beziehungsweise wo er geschult ist und er die Servisierungen auch durchführen kann. Weil das ist am Ende tatsächlich das Allerwichtigste, dass der Service beim Endkunden dann auch stimmt und durchgeführt werden kann. Bei welchen Objekten ist denn Contracting überhaupt interessant? Ja, das Thema beginnt tatsächlich bei der Etagenwohnung. Also wir haben seinerzeit begonnen mit Etagenthermen.
Das Ganze hat sich natürlich im Laufe der 20 Jahre entsprechend erweitert. Wir sind ja seit 15 Jahren bundesweit tätig. Und von daher kommen alle Technologien als auch Zielgruppen in Frage. Wie gesagt, das beginnt beim Endkunden, geht über Gewerbebetriebe bis hin zu Hotels, Gastro, entsprechend Krankenhäuser, Altenheime. Und die größten Projekte, die wir aktuell bauen, sind Quartierslösungen, bei denen wir hybride Technologien zentral einsetzen mit Nahwärmenetzen, um eben dann 550 Wohneinheiten komplett mit Wärme entsprechend auch zu versorgen. Da arbeiten wir, wie gesagt, auch sehr eng mit den Fachhandwerkern und teilweise auch noch zunehmend mit externen Planern zusammen, die auch für den Kunden tätig sind, um da alles aus einer Hand zu bekommen und die Kommunikationswege so eng wie möglich auch zu halten. Also insofern ganz wichtig für uns nochmal die Freiheit des Fachhandwerkers. Er entscheidet, er ist der Unternehmer und er hat uns im Backoffice und kann unsere Kompetenzen zusätzlich entsprechend nutzen. Immer wieder betont German Contract, dass ein Vorteil des Contracting die schnelle und sofortige Bezahlung des Handwerks sei. Ja, das ist relativ simpel. Das ist wirklich der ganz einfache Part heutzutage. Der Fachhandwerker kann nicht nur nach der Umsetzung bezahlt werden, sondern je nach Projekten müssen ja große Vorleistungen erbracht werden. Und auch der Großhandel oder Hersteller erwartet Akontozahlung. Selbstverständlich tätigen wir das auch. Das heißt, der Fachhandwerker, das wird vorher abgestimmt, erhält entsprechende Akontozahlungen vor Beginn der Arbeit bei Bestellung der einzelnen Komponenten, sodass er auch die Liquidität hat, mehrere Projekte gleichzeitig umsetzen zu können. Weil da muss man ja immer darauf achten. Jeder Unternehmer weiß, Liquidität ist alles. Nur so kann das Unternehmen wachsen und funktionieren. Ich glaube auch, dass wir in Zukunft noch enger zusammenrücken müssen, um eben tatsächlich den Herausforderungen entgegentreten zu können. Es wird immer komplexer, es wird immer aufwendiger und gemeinsam, so zeigt die Erfahrung, können wir diese Herausforderungen wesentlich leichter stemmen, als wenn einer da alleine steht und muss es letztendlich machen. Und ganz ehrlich, wir sind in der Technik tätig, es passieren auch mal Problemfälle, die müssen auch gelöst werden und gemeinsam kann man solche Dinge auch einfacher lösen, als wenn einer alleine dasteht und im Zweifel noch der Kunde das Geld einhält. Ganz schlechte Situation für beide Seiten und so etwas gilt es immer zu vermeiden. Deswegen steckt man immer die Köpfe zusammen, finden eine Lösung gemeinsam und ziehen die durch. Fertig. Ja, herzlichen Dank, Roland Gilges. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder mit Ihrem SHK TV Markt. Bis dahin, Ihnen einen schönen Tag.